Die Gleichstellung dieser zwei Bildungsrichtungen, nämlich der akademischen und der beruflichen, kann nicht nur durch eine Worthülse gestehen, sondern muss durch praktisches Handeln gehen. Und unter praktischem Handeln verstehe ich da, dass wir eine Unterstützung kriegen für die Meisterausbildung. Bekanntermaßen ist das Studium kostenlos, somit ist nicht einzusehen, dass ein angehender Handwerksmeister, die Kosten alle selber trägt. Die bestandene Meisterprüfung soll mit einem Meisterbonus von 1.500 Euro belohnt werden. Jeder Absolvent, der erfolgreich eine Meisterprüfung geschafft hat, soll hier einen Teil seiner Investition zurückbekommen. Wenn heute ein junger Mann oder eine junge Frau die Meisterschule besucht, dann ist er in der Regel daran interessiert, ein öffentliches Verkehrsmittel zu benutzen. Das ist für Studenten und Meisterschüler das gleiche Interesse. Es ist nicht einzusehen, dass das Studieticket zwar für Studenten gilt, nicht aber für Meisterschüler. Hier gilt auch die Gleichsetzung. Jemand, der sich weiterbildet, der sich qualifiziert, soll von diesem öffentlichen Angebot profitieren. Somit brauchen wir für die Meisterschüler die Nutzung des Studietickets.